Timo wird jetzt vorführen als erstes den lustigen Affen. Mal schauen, wie lustig er ist. Jetzt wird Raphael den Kranich vorführen. Noch alleine. Es sind weite geschwungene Bewegungen, aber trotzdem alles sehr weich. Der kommt nicht. Holger Weber jetzt die Tigerform vorführen. Ja, das ist nur, damit Sie einen kleinen Einblick bekommen danach, was die nachher miteinander machen. Das kann man dann nämlich nicht mehr so gut erkennen oft. Aber Daniel, unser frisch gebackener zweiter Dan, die Schlange, seine Lieblingsform vorführen. Sehen, wir haben nicht umsonst die ganzen Matten hier auf die Bühne getragen. Die braucht man dann schon. Aufpassen, dass das am Fleisch atmet.